Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist die Hauptausgabe der Tagesschau und ich begrüße Sie. Und die Schweiz trocknet aus und es ist weiter auch kein Regen in Sicht. Extrem trocken. Alles ist ausgetrocknet. Die Welt ging unter am Zürichsee bei 30 Grad im Schatten. Das Café Milchbar hinter dem Zürcher Paradeplatz. Das wird teuer. 8 Milliarden Franken. Die große Frage ist natürlich auch, gibt es überhaupt Alternativen? Mais. Töricht, Erwin Schmid berichtet. Das sind die Rohre des Anstoßes. Girl, I love you. Just the way. Wir dachten zuerst, es sei unser Telefon. Aber dann habe ich gesagt, schau, Gott ruft an. Aber Gott weiß, was er tut. Von paramilitärischen Heckenschützen erschossen. Eigeninteresse geht vor. Darunter viele Frauen und Kinder. Das nächste Opfer. In der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918 schlachteten Bolschewiki die ganze Familie im Keller des Hauses ab. Und wir blieben hungrig. Wir zählen auf den gesunden Menschenverstand der Leute. Der dürfte sehr schwierig zu finden sein. Ja, das ist die große Frage, auf die es bisher keine abschließende Antwort gibt. Muss man das rein psychologisch erklären? Das ist hier die Frage. Ja, ich würde mal sagen, ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude. Einen Schritt weiter gehen. Kollektive Glückseligkeit. Dabei gab es auch Verletzte. Das geschieht ihnen recht. Eklatant in den Abgrund mitreisen. Danke in unsere Wirtschaftsredaktion. Retulip. Er habe sich versprochen, so seine Erklärung. Mehr Schweizer Käse fürs japanische Heididorf. Das ist keine positive Kraft, das ist eine negative Kraft. Verräterisch und beschämend. Das alles ist eine gefährliche Mischung, die die Gefahrenstufe auf 5 hat ansteigen lassen. Das zeigt ein Bericht aus dem stark betroffenen Wallis. Sorry, wir sind nicht bereit. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Nochmals so richtig an den Karren gefahren. Darunter viele Frauen und 3.800 Palmen. Wäre sepp. Sehr, sehr traurig. Die Rundschau ist in der Sommerpause. Wäre sepp. Sehr, sehr traurig. Aber natürlich nicht 10 vor 10. Darüber bin ich sehr glücklich. Und da die Themen Arthur Honecker. Ja, es ist eigentlich unglaublich. Und das hier in der Schweiz. So geht das nicht. Mehr dazu um 10 vor 10. Vielen Dank, Arthur. Dass in der Schweiz so viel, ja fast alles, so reibungslos funktioniert, dazu tragen viele tüchtige Menschen bei. Wir sind die Schweiz. Sehen Sie nach Meteo. Einen schönen Abend noch. Und auf Wiedersehen. Präsentiert von Rice. Noch ein bisschen heißer. Die Schweiz. Ein Land, in dem man gerne lebt. Ein Land, in dem eigentlich alles funktioniert. Frau General Lausanne, bonjour, messieurs. Viele Menschen tragen im Hintergrund dazu bei.